Moin und herzlich willkommen zurück zu Dirt Rally 2.0. Wir sind auf der ersten Rally auf der fünften Etappe, also die Hälfte unserer neuen Saison, wo wir in der Pro-Liga fahren mit dem mit einem sehr altmodischen Auto, einen aus den 70ern, Ford Escort Mark II, glaube ich, heißt er. Und hier haben wir drei Pedale, die wir bedienen müssen. Wir müssen mit der Hand Haarschaltung schalten, alles selbst machen und das mit bei enormen Schaden. Das heißt, wenn wir einen Unfall bauen, dann ist es schnell vorbei. Und man sieht, das Auto ist schon ein bisschen mitgenommen. Und wir schauen mal, wie gut das klappt. Bisher so Mittelfeld. Aber das finde ich auch in Ordnung, solange wir ins Ziel kommen, würde ich behaupten. Ist in Ordnung. Rechts über Kuppe, 80, 4 links über Kuppe und Sprung. Viel Glück. Ich weiß halt nicht, wie das mit den Preisgeldern 5, aussieht, aber das werden wir 4, heute mitkriegen. 3, 2, 1, los. Wie gesagt, sind ja immerhin die Reparaturkosten auch nicht so hoch, weil das Auto auch nicht so teuer ist. Das ist immerhin nur ein Vorteil. Aber wenn wir halt auch nicht Erster werden, wie sonst immer, dürfte das Preisgeld auch deutlich niedriger sein. Aber ja, das weiß ich halt noch nicht genau. Wir sind halt auch in der höheren Liga, ne? Darum ist das Preisgeld vielleicht auch wieder höher. Okay, das hat einigermaßen geklappt. Die Zwischenzeit ist gut. Das ist schön. Aber das ist halt, wir sehen halt, glaube ich, nicht die Zwischenzeit von allen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Deshalb weiß ich auch nicht, was die Zwischenzeit für uns bedeutet. Gute Zwischenzeit. Mal schauen, was das am Ende heißt. Voll rechts, 60. Achtung, 6 rechts, macht zu 3. Ist auch eine lange Etappe, wie man sieht. 50. Rechts halten, 5 links über große Kuppe, Sprung. 40. 5 links über Kuppe, Sprung. 50. Vorsicht, da war die Strecke zu Ende. Oh, bloß nicht von der Strecke fliegen, da hatte ich kurz Angst. So diese Momente, wo man sein Leben an sich vorbeiziehen sieht, so gefühlt. Man ist in der Luft und sieht, oh, da ist eine Kurve. Das ist dann besonders witzig. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Vorsicht! Oh, das ist auch nochmal gut gegangen. Jetzt wieder langsamer geworden. Kuppe und 5 links, extra, extra lang. Macht auf, über Kuppe. 100. Voll rechts über Kuppe. 80, mittig halten, über große Kuppe. Ich finde auch Sprünge total fies. Weil danach kann es einem komplett die, wenn man nach so einem Sprung aufkommt, kann es einem manchmal gerne die ganze Balance weghauen. Ah, das hat nur 5 Gänge. Habe ich schon wieder vergessen. 6 rechts über Kuppe, extra lang. Das ist mir in der letzten Folge auch einmal passiert. Wieder eine gute Zwischenzeit. 100.
Start. Voll rechts über Kuppe, macht auf über Kuppe. In mittig halten, übersprungen. In mittig halten, über Kuppe. Ich gebe Vollgas. Wow, Hilfe. Voll links, 50, mittig halten, übersprungen. 120, voll rechts, in mittig halten, übersprungen. In mittig halten, über großen Sprung. Und 6 links lang, bei Haus. 50. Hier habe ich Angst bei diesem Sprung. Ui, den kenne ich schon. Über großen Sprung, 150. Vorsicht, 5 links, über Kuppe, macht zu 4 lang. 50, Kuppe und 4 links, wow. Sehr lang, macht auf, über Kuppe. Und 4 rechts. Ja, die Stelle finde ich extrem schwierig. Hat ja einigermaßen geklappt. Aha, nicht so viel drehen, Auto. Nicht so viel drehen, Auto. Bleib gerade. Also so gerade, wie es die Strecke erfordert. Wenn es geht. Bin teilweise auch so fokussiert auf das Fahren, auf die Fahrzeugbedienung, dass ich mich auch nicht so auf die Ansagen so gut konzentrieren kann und dann teilweise auf Sicht fahren muss, weil ich wieder was verpasst habe. Boah, ist das anstrengend. Und geschafft. Oh, das war eine gute Zwischenzeit. Mal gucken, aber ich glaube, da sind jetzt noch ein paar andere vor uns gelandet hinterher, ne? So wird es doch gewesen sein. So wie ich das kenne. Diese WP war schwierig, aber es hat sich schnell angefühlt. Erster Gang für die nächste Etappe schon mal einlegen. Insgesamt Dritter. Ey, das war doch gut. Cool. Das heißt, insgesamt sind wir jetzt Elfter. Wir kommen langsam wieder nach vorne. Und vielleicht reicht das ja, um... Also ich weiß, wie gesagt, nicht, welchen Platz wir brauchen, um hinterher in der Meisterschaft aufzusteigen. Und wenn wir jedem Rallye auf einem ähnlichen Platz abschneiden, dann landen wir hinterher, glaube ich, auch ein bisschen weiter oben. Wenn man keine Ausreißer nach unten hat, glaube ich. Ich glaube, das läuft dann auch ganz gut. Wir werden sehen. Jämsä, Finnland, genau, da sind wir gerade. Kontinjärvi. Das ist nochmal eine lange Etappe. Na toll.
Start. 20, voll rechts über Kuppe. 130, Abzweig verdeckt, 4 links lang. Viel Glück. Oh ja, es war gut, ein guter Lauf. 3, 2, 1, los. 20, voll rechts über Kuppe. 130, Gabel verdeckt, 4 links lang, in 6 rechts über Kuppe. 100, Kuppe und 3 links lang. 40, 3 links lang, macht auf über Kuppe. In 6 rechts. 50. Nein. 6 links, Übersprung. 70. 3 rechts, macht zu über Kuppe. 100. Gabel, 3 rechts, innen halten über Kuppe. Macht auf. 80. 6 rechts, über Kuppe Sprung. 50. Achtung, 6 links, über kleinen Sprung. Boah, mir wird auch jetzt gerade richtig warm. Voll rechts über Kuppe, extra lang. In Kuppe 3 links lang. Macht auf 6 lang über Kuppe. Nein, vielleicht lieber doch nicht so schnell. In voll mittig. Eben genau deswegen. Oh. Und 5 rechts über Nein, Kuppe Rückwärtsgang. Lang. Bei Kreuzung 6 links über Kuppe. Das war jetzt doof. Das hat Zeit gekostet. Nein. In 6 rechts, mach zu. Und links halten für 50. 6 rechts über große Kuppe. In Gabel 6 links. Mal schauen, was die nächste Zwischenzeit sagt. Das war auf jeden Fall nicht so gut. In 4 links lang, macht auf über Kuppe. 50. Gabel 5 rechts, extra lang, macht auf. Auf jeden Fall habe ich mit Freude festgestellt, dass es, oder mit Erleichterung festgestellt, dass ich schneller wieder auf Touren gekommen bin. Dass das Auto sich nicht mehr so hin und her gedreht hat, als ich weiterfahren wollte. Wie schon mal. Voll rechts über großen Sprung. In 6 links lang, macht auf über Kuppe. In 5 rechts über Kuppe. 50. Geht eigentlich. Minus 5 Sekunden, das ist gar nicht so viel. 5 rechts, macht auf, Übersprung, Bisssprung und 4 links, macht zu 3, über Kuppe, macht auf. Mittig halten, Übersprung, 40, 5 rechts, extra lang, macht zu 4, 30. 4 links lang, macht auf, über großen Sprung, 100. Oha, 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 das Auto. Das will so viel drehen. Ich will aber nicht so viel drehen. Ich will, dass der Motor dreht. Ich will aber nicht. Ich will auch, dass die Reifen drehen. Aber ich will nicht, dass das ganze Auto dreht. Oha. Nein! Aua! Das ist die Stelle, wo wir eben waren, wo wir so schnell unterwegs waren. Die kommt jetzt. Mittig halten, Übersprung. 30. Glaube ich zumindest, oder? Das war auch die Stelle. 60. 6 rechts bei Haus. Macht auf. 50. Voll mittig. Ja, genau, das ist dieser Bogen. Und Sprung voll. 100. Voll links bis Sprung. Nicht wegdrehen. Boah. Da hätte ich ja fast das Auto weggehauen. Übersprung lang in 6 links. Durchsenke und Kuppe. 150. 6 rechts über Kuppe lang. Macht zu. Übersprung. 30. Sprung voll. 100. Voll mittig über großen Sprung. 150. Ah, Auto, bleib stabil. Links, Hilfe. Übersprung, 150, mittig halten über Kuppe und langsam 6 links lang, macht zu 2, Abzweig verdeckt.
20. Mittig halten über großen Sprung. 120. Kuppe in 4 rechts. Sehr lang. Macht zu über Kuppe. Und voll links. Macht auf über Sprung. 60. Achtung. Mittig halten über Sprung. Und 4 links über Kuppe. 30. Und fast wieder in einer grünen Zwischenzeit. Nein. In 3 rechts lang. Macht zu. 50. Rückwärtsgang. Und schon wieder Zeit verloren. Schön. 80. Ah, nicht so weit raus. Macht plötzlich zu, verdeckt. Und 6 rechts. Über Kuppe lang. In 6 links. Über Kuppe macht zu. In 5 rechts durch Senke. Sehr lang. Und 5 rechts innen halten. Über Kuppe Sprung. Und 6 links. Und 6 rechts, Übersprung, 50, Achtung, Kuppe sofort, 3 links, macht zu, 80, voll links und 6 rechts durch Senke, macht zu, über Kuppe, 200, voll rechts, über Kuppe, in voll links, 150, 5 links, über Kuppe, Sprung, ah, nicht so wegdrehen, nicht so wegdrehen, nicht so wegdrehen. Gabel verdeckt, 5 rechts, innen halten, über Kuppe, 60, 6 links lang, macht auf, über Kuppe. Ey, nicht so viel drehen. Kuppe und 4 rechts lang, durch Senke, macht auf, über Kuppe, 50. Nicht unverschaltet, schön. Über Kuppe und 6 links lang. In 6 rechts. Über Kuppe Sprung, in rechts halten, über Sprung, 50, 5 rechts, sehr lang, in 5 links, extra lang, langsam 30, Abzweig verdeckt, 2 links. Voll rechts, macht auf, über Sprung, 30, voll links, ach, warum? Über Kuppe lang, 80. Übersprung. 100. Voll rechts übersprung. 30. Cut. 6 links lang. Macht zu 5. Übersprung. 60. 5 rechts lang. Über Kuppe. In 6 links. Übersprung. Macht zu. Und 5 rechts lang. Macht auf. Mittig halten. Über Kuppe. In mittig halten, über Kuppe. So, dann dürfen wir gleich nochmal reparieren. 6 rechts, macht zu 4. Hoffentlich diesmal ohne Unfall noch nach Zieleinfahrt. 6 links lang. 150 für Ziel. Bis Stopp. So. Ja, ja, gut. Hätte besser, hätte schlechter sein können. Behaupte ich mal. Ich fahre bei den Marshall um. Wie hat sich das Auto in dieser WP angefühlt? Möchtest du beim nächsten Service Änderungen am Setup? So, und ich glaube, jetzt dürfen wir nochmal reparieren, ne? 10. Naja. Insgesamt jetzt 8. Guck mal, wir klettern immer weiter nach vorne. Dadurch, dass wir konstant im Mittelfeld sind und keinen krassen Ausreißer nach unten haben, klettern wir mit der Zeit immer weiter nach vorne. Das ist gut. Wobei, eben sind wir 3. geworden, ne? Vielleicht ist das noch eine Nachwirkung davon. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schlagen wir uns ganz gut. Damit bin ich zufrieden. Das ist das Wichtigste. So, und jetzt dürfen wir, glaube ich, nochmal reparieren. So, die nächste Etappe ist auch nicht mehr so lang. Mal schauen. Also, Reifen auf jeden Fall will ich neue drauf haben. Die waren nämlich verbraucht. Genau. Und dann Fahrzeug reparieren. Standardreparatur, jo. Hier kann man ersetzen. Wahrscheinlich, weil wir den schnell repariert haben, ist der jetzt ein bisschen mitgenommen, also geht schneller kaputt und dann können wir den, glaube ich, ersetzen, um das wieder auszugleichen, aber das machen wir jetzt nicht. Standardreparatur für die Karosserie und vielleicht müssen wir doch auch hier schnelle Reparatur,
Wenn wir das oben auch nochmal hier Auspuff, schnelle Reparatur, dann geht alles. Dann können wir alles reparieren. Gut. Dann haben wir das Auto jetzt größtenteils repariert. Nochmal 3000. Die Kosten sind, halten sich, glaube ich, in Grenzen. Und, ja, das Auto ist jetzt fast wieder in Ordnung. Man sieht, es ist nicht komplett in Ordnung, aber fast. Start 20, voll rechts über Kuppe, 130, Abzweig verdeckt, 4 links lang. Bin echt mal gespannt, wo wir am Ende landen und wie viel Geld wir kriegen. 4, 3, 2, 1, los. 20. Ich bin so ein bisschen zuversichtlich, dass wir vielleicht am Ende einen Plus machen könnten mit der Rallye, aber das bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Die Reparaturkosten waren ja immerhin nicht so krass hoch. Da hatte ich mich eben wieder verschaltet. Grüne Zwischenzeit, das sieht man gerne. Über Kuppe und Sprung. Und 5 rechts über Kuppe lang bei Kreuzung. 6 links über Kuppe. In 6 rechts macht zu. Und links halten für 50. 6 rechts über große Kuppe. In Gabel 6 links. 80. 6 rechts über Kuppe. In 4 links lang. Macht auf über Kuppe. 50. Gabel 5 rechts extra lang, macht auf, 30, 3 rechts, macht zu über Kuppe. Vorsicht, uiui. Die Gräben sind immer sehr gefährlich, wenn man da reinkommt. Rechts über Kuppe und 6 links, macht auf, über große Sprung, 60. Voll rechts über große Sprung. In 6 links lang, macht auf über Kuppe. In 5 rechts über Kuppe, 50. Nein! Aua! Ach, das Auto ist natürlich wieder ausgegangen. Nicht nach vorne. 5 links, innen halten, 40. Ich wollte nach rechts, nicht nach vorne fahren. Bis Sprung und 4 links. Natürlich ist jetzt der schöne Vorsprung wieder weg. Über Kuppe macht auf. Mittig halten, Übersprung, 40, 5 rechts, extra lang, macht zu, 4, 30, 4 links lang, macht auf, über großen Sprung, 100, 6 rechts, macht zu, über Kuppe eng und Gabel, 4 links, spät, extra lang, macht zu, über Kuppe, 30, 4 rechts, sehr lang, über Kuppe, macht auf. Mittig halten, über Kuppe, 30. Aua. Lang, über Kuppe, 100. Und wieder Zeit verloren. Schön. Mittig halten, Übersprung, 30. Voll rechts, Übersprung, 60. 6 rechts bei Haus, macht auf, 50, voll mittig über großen Sprung und Sprung voll, 100, oh. Voll links bis Sprung. Ich glaube, ich mache mal Neustart. Da lief jetzt sehr viel schief auf dieser Etappe. Wir haben ja noch 4. 5, 4, 3, 2, 1. Nur 2 Etappen zu fahren, ne? Also das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Also sorry dafür, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, dass wir das jetzt nochmal fahren, aber... Ja, da ist sehr viel schief gelaufen. Wir haben ja 5 Neustarts zur Auswahl, ne? Bin überrascht, dass ich bisher nur einen benutzt habe.
Da wollte er sich wieder im Graben festkrallen. 6 links übersprungen. 70. 3 rechts, macht zu über Kuppe. 100. Gabel, 3 rechts, innen halten über Kuppe. Macht auf. 80. 6 rechts über Kuppe Sprung. 50. Achtung, 6 links über kleinen Sprung. In mittig halten über großen Sprung. 60. Voll rechts über Kuppe extra lang. In Kuppe 3 links lang. Macht auf 6 lang über Kuppe. In voll mittig über Kuppe und Sprung. Und 5 rechts über Kuppe lang. Bei Kreuzung. 6 links über Kuppe. In 6 rechts macht zu. Und links halten für 50. 6 rechts über große Kuppe. In Gabel 6 links. 80. 6 rechts über Kuppe. In 4 links lang. Macht Hilfe. Über Kuppe. 50. Gabel 5 rechts extra lang. Macht auf. 30. 3 rechts macht zu über Kuppe. Aha. So, wieder im Graben, aber gut gegangen. Über Kuppe voll rechts. Über Kuppe und 6 links macht auf. Über große Sprung 60. Voll rechts über großen Sprung. In 6 links lang macht auf über Kuppe. Aber ja, ich würde sagen, wir tasten uns dann auf lange Sicht dann mal an die richtig schnellen Klassen ran. Ich bin jetzt überrascht, wie gut das klappt mit dem Heckantrieb hier. Wo ich halt jetzt alles selbst machen muss, ne? Gerade. Also mit Kuppeln und Schalten und alles. Dann können wir vielleicht beim nächsten Mal den nächstschnelleren Hecktriebler nehmen. Und danach dann mal vielleicht Gruppe B Hecktriebler. Brauch halt nur Übung. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Dann wird das schon irgendwie. Ah. Auch nochmal gut gegangen. Wieder fast das Auto weggeworfen. So, hier ist eine schwierige Stelle. Diesmal wohl geklappt, ja. Oh, Vorsicht. Ich verliere Zeit, ich merke ich gerade. Naja, aber nicht so viel wie beim letzten Mal. Immerhin. Bei Haus, macht auf. 50, voll mittig über großen Sprung und Sprung voll. 100, voll nicht so weg drin. Oh, oha, oha. Und rechts halten. Oha, oha, oh. 70. Ey, jetzt haben wir Platten. Die Wassertemperatur steigt immer mehr. Ich starte nochmal neu. Wenn wir Platten haben, starte ich lieber neu. Ah, das tut mir jetzt leid, aber das kostet sehr viel Zeit. Das will ich nach Möglichkeit vermeiden. Irgendwann werden wir dann keine Neustarts mehr haben, dann haben wir halt Pech, ne? Aber solange wir die noch haben, bei solchen Unfällen würde ich sie dann doch ganz gerne nehmen. Meine Güte, wird mir warm, ey. Das ist auch krass. In mittig halten über großen Sprung, 60. Voll rechts über Kuppe, extra lang. In Kuppe 3 links lang. Macht auf 6 lang über Kuppe. In voll mittig über Kuppe und Sprung. Und 5 rechts über Kuppe lang bei Kreuzung. 6 links über Kuppe. In 6 rechts macht zu. Und links halten für 50, 6 rechts über große Kuppe, in Gabel 6 links, 80, 6 rechts über
Kuppe. Gehen vier links lang, macht auf, über Kuppe. 50 Gabel, 5 rechts, extra lang, macht auf. 30, 3 rechts, macht zu, über Kuppe. Und links halten, über Kuppe voll rechts, über Kuppe und 6 links, macht auf, über große Sprung, 60. Oh ja, diese Hochgeschwindigkeitsabschnitte mit den Sprüngen und so, die sind echt der Horror. Also da habe ich jetzt schon wieder Angst vor. Jetzt sind wir langsamer als beim letzten Mal. Das ist auch ein bisschen schade. Jetzt kommt gleich wieder die schwierige Stelle. 30, 4 rechts, sehr lang, über Kuppe, macht auf. Mittig halten, über Kuppe, 30, 6 rechts lang, über Kuppe, 100. Bleib gerade. Mittig halten, über Sprung. Oh, gar nicht so schlecht. 30, voll rechts. Jetzt ist halt, die kommen die Sprünge, das wird der witzigste Teil davon. Doch nicht unterscheiden müssen. 30, Sprung voll, 100, über Ziel. Ach, hier kommt das Ziel. Okay, immerhin. Nein! 150 bis Stopp. Moment, Ziel. Ach, schade. Nochmal ordentlich Zeit verloren zum Schluss. Ist ärgerlich. Naja, gut, wir haben es im Ziel geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste, würde ich behaupten. Wo sind wir denn jetzt am Ende wieder gelandet, ist wieder die Frage. Wie hat sich das Auto in dieser WP angefühlt? Möchtest du beim nächsten Service Änderungen am Setup vornehmen? Möchte ich Änderungen vornehmen? Nein, möchte ich nicht. So, 11. sind wir geworden. Insgesamt 9. haben wir einen Platz wieder verloren. Naja, im oberen Drittel sind wir gerade, immerhin. Weiter geht's. Es dürfte jetzt die letzte Etappe werden. Und es war definitiv eine gute Entscheidung, das nicht in einer Folge zu machen. Denn die Folge wird, allein der zweite Teil wird schon wieder sehr lange. Wie ich sehe. Kalten Übersprung. 100. Was? Kalten? Keine Ahnung. So, erster Gang. Handbremse. 5, 4, 3, 2, 1. Los. In mittig halten, Übersprung. 100, voll rechts, über Kuppe und senke. 6 links, über Kuppe lang. Macht auf, über Kuppe. 100, voll rechts, über Kuppe. Macht auf, über Kuppe. In mittig halten, Übersprung. So, jetzt haben wir, glaube ich, noch 2 Neustarts oder so übrig. Oder wie war das? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele noch bleiben. 50, mittig halten, Übersprung. 120, und noch eine relativ kurze Etappe. Ja, die ganzen Sprünge hier. Oh Gott. Oh Gott. Hätte schlimmer gehen. Passieren können. Und was passiert jetzt? Ah. Ah. Okay. Ja. Hätte definitiv schlimmer gehen können. Ah, sagte er und drehte sich. Oh, das ist wieder ausgegangen. Ach doch nicht. Uff, dreh dich doch nicht weg. Oh. Mano. Und
6 links lang. Nein. Aua. Was ist denn jetzt los? Vielleicht werde ich da den einen Neustart nochmal benutzen für... Mal schauen, wie der Rest gerade läuft. Die Lichtverhältnisse sind auch nicht so optimal. Oha. Nein! Sofort 3 links. Macht auf 6. Oh Gott. Extra lang. Über Kuppe. 50. Hilfe, Hilfe. 5 rechts lang. 6 links. Über Kuppe. 50. 6 rechts. Vor dem dritten. Über Kuppe lang. 6 links. Glaube ich zumindest. Rechts halten für 60. Über Kuppe. Und 6 links. In 6 rechts. In 6 links über Kuppe. 50. Mittig halten über Sprung. In 6 rechts. Extra lang über Wellen. Macht zu 3. In 6 links über Kuppe. Extra, extra lang. 50. Mittig halten über Sprung. Und 6 rechts. 60. 6 links, über Kuppe Sprung. 50, ha, da habe ich gedacht, jetzt fliegt das Auto komplett weg, aber links, ging noch. Über Kuppe, macht auf. Rechts halten für 80. 4 links, über Kuppe lang, 80. Oh. Ach, auch nochmal gut gegangen. Voll rechts, über Kuppe. 80. Ja, gut, ich glaube, ich mache nochmal einen Neustart. 2 haben wir noch, danach noch einen. Ich hoffe, das klappt dann. 5, 4, 3, 2, 1, los. In mittig halten, übersprung. 100, voll rechts, über Kuppe und senke. 6 links, über Kuppe lang. Macht auf, über Kuppe. 100, voll rechts, über Kuppe. Ich würde ja nur ungern auf der letzten Etappe nochmal einen Platz verlieren, ne? In mittig halten, übersprung. Aber halten, über Kuppe, Hauptsache ein Ziel kommen eigentlich, ne? Das geht ja einigermaßen gerade. Lang bei Haus 50. Mittig halten über Sprung. In mittig halten über großen Sprung. Das geht einigermaßen. 50. Vorsicht. 5 links über Kuppe. Macht zu 4 lang. 50. So, jetzt diese Kurve hinkriegen. Dann war es definitiv besser als beim letzten Mal. Na, das war doch gar nicht so schlecht. Ja, natürlich. Ich sag das und dann drehe ich mich wieder. Gut, da ich jetzt aber nicht abergläubisch bin, hält mich das nicht davon ab, das jetzt weiterhin zu behaupten, wenn ich der Meinung bin, dass das gut gelaufen ist. Ich meine, es ändert ja nichts daran, dass ich das denke. Wenn ich was gut finde, kann ich das ja auch sagen. Was danach passiert, ist eine andere Frage. Oh, diese Lichtverhältnisse, das ist so schwierig. Achso, ich war im vierten Gang und der fünfte war irgendwie auch noch drin. Deswegen hat es so komisch geknarzt. Macht auf 6, extra, extra lang. Über Kuppe, 50.
über Kuppe, 50, 6 rechts über Kuppe lang, 6 links über Kuppe, rechts halten für 60 über Kuppe und 6 links in 6 rechts. In 6 links über Kuppe, 50, mittig halten über Sprung. Aber ja, ich sag eins sehr offen, ich habe wieder das Gefühl, dass es gar nicht so schlecht läuft gerade. Auch wenn wir jetzt nicht ganz im Tempo sind, okay. Aber es könnte auch deutlich schlimmer laufen. Da war eben wieder ein Verschalter dran. Jetzt sind wir sogar schneller. Wenn auch nur knapp. Gut. Diese WP schön war den aber es hat Marshall nochmal umgedriftet. So, das war, glaube ich, die letzte Etappe, oder? Da kam danach noch was. Dritter geworden. Cool. Das war gut. So, insgesamt sind wir jetzt ein Achter. Das gefällt mir auch ganz gut. Achter Platz. War das die letzte Etappe? Ich meine, es wäre die letzte. Ja, Event beendet. Achter. Kriegen wir Geld dafür? Das wäre schön. Ich hoffe. Es wäre sehr toll. Oh, das ist eine gute Belohnung. Ich würde sagen, wir haben ordentlich Plus gemacht. Weil die Reparaturkosten nicht so krass hoch waren. Motoroption Nummer 3. Habe davor jetzt alle auch erforscht? Oder was? Moment mal. Wenn ich jetzt hier auf weitergehe. Motoroption Nummer 1. Ha, jetzt sind alle erforscht. Können wir beim nächsten Mal schon mit dem besten Upgrade weiterfahren. Cool. Ja, super. Mal schauen, wie wir uns dann schlagen, wenn das Auto nochmal ein ganzes Stück schneller unterwegs ist. Da bin ich mal gespannt. Achso, Reparatur noch. Reparatur, ersetzen. Standardreparatur. Ja, was weiß ich. Reparatur ersetzen. Also wenn keine Reparatur ersetzen. Ja gut, keine Reparatur ersetzen. Es lag wahrscheinlich an der Schnellreparatur, da muss man es hinterher ersetzen. Aber ja. So, bestätigen. Dann dürfte das Auto auch wieder intakt sein. Und wir haben mehr Geld als vorher. Was will man mehr? Mehr als mehr Geld. Gut, dann sind wir jetzt auch schneller unterwegs beim nächsten Mal. Hoffe ich zumindest. Dann geht's weiter in Argentinien. Das kann nochmal witzig werden. Das ist nochmal ein Kontrastprogramm von einer super schnellen Rallye zu einer super langsamen und engen Rallye. Bin ich mal gespannt, wie ich mich da schlagen werde. Aber davor werden wir wahrscheinlich Rallye Cross fahren. Das steht nämlich auch noch an. Und ja, darauf freue ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.